Götz Ulmer, David und Martin. Wie bricht man als Brand Erwartungen im Meer der Gleichheit? Indem man einfach Dinge anders macht als die, die das Meer der Gleichheit produzieren. Ist sehr simpel. Voraussetzung für Neues oder für Kreatives ist, nicht richtig zu ticken. Ja. Zitat von Ihnen. Ja. Erklären Sie das bitte mal. Naja, es ist so, durch lineares Nachdenken kommt man selten zu einer guten Idee. Also wenn man mal hört, wie Musiker Nummer 1 Hits geschrieben haben in 5 Minuten, ist oft so, dass die Idee zum Kreativen oder zur Kreativen kommt und nicht der Kreative oder die Kreative zur Idee. Und das muss man aushalten können. Man muss die Voraussetzungen schaffen, dass das passieren kann. Und das hat mit logischem oder linearem Denken nichts zu tun. Und das muss man können. Und warum muss man Ideen, die man richtig gut findet, zunächst besser mal misstrauen? Weil das normal ist, dass man seine eigenen Ideen immer zuerst besser findet als die der anderen. Und das meistens nicht richtig. Wir springen zum Thema des Kongresses, alles neu mit KI. Wo geht die Reise diesbezüglich hin? Also für mich als Kreativen ist KI auf jeden Fall ein Tool, das mir helfen wird, die Angst vor dem weißen Screen zu verlieren oder vor dem weißen Blatt Papier. Man braucht, also ist ein guter Anstoßpunkt, wie es losgehen kann, so ein Gedankenprozess. Ich glaube aber auch, dass viel, was die KI machen wird, auch wieder nur Mittelmaß abbilden wird. Ne? Also wenn du das, sie lernt ja von dem bisherigen Wissenspool. Und der Durchschnitt daraus ist das, was sie ausspuckt. Meistens spuckt die KI keine Spitzen aus, selbst wenn man sie dazu zwingt, es zu tun, spuckt sie das nicht aus. Und du brauchst immer noch jemanden, der es kuratiert. Also es wird sehr viele Prozesse beschleunigen und auch erleichtern, aber ich glaube auch, dass viel KI Mittelmaß produzieren wird. Welche Eindrücke nehmen Sie vom Schweizer Markenkongress mit nach Hause? Wahnsinnig seriöse Veranstaltung. Ich frage mich, warum man mich eingeladen hat. Vielen Dank.